Grüße, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Champions League Abend. Die Goal News sind heute vollgepackt mit folgenden Themen. Der FC Bayern ist bereit, 100 Millionen Euro für einen Spieler auszugeben. Der BVB hat ein Top-Talent im Visier, aber Klopp will ihn auch. Barca will 3 ablösefreie Stars verpflichten und Kloppo vs. Hamann, Runde 2. Das und mehr jetzt bei den Goal News. Wir starten mit dem FC Barcelona. Der ist nach dem 3:3 gegen Inter zwar noch nicht offiziell aus der Champions League ausgeschieden, aber praktisch doch schon ziemlich sicher. Also außer Inter gewinnt nicht gegen das punktlose Pilsen zu Hause. Jedenfalls fehlen dem FC Barcelona da Einnahmen, die für potenzielle Top-Transfers ausgegeben werden könnten. Auch deshalb konzentriert man sich bei Barca auf ablösefreie Spieler, wie zum Beispiel Franck Kessié, Andreas Christensen, Marcos Alonso und Héctor Bellerin. Und jetzt sollen 3 weitere hinzukommen. Namentlich sind das N'Golo Kanté und Jorginho vom FC Chelsea und Milan Skriniar von Inter. Das berichten der Evening Standard und Mundo Deportivo. Jorginho und Kanté sind einem Verbleib in London eigentlich nicht abgeneigt, aber bei Kanté liegen die Verhandlungen gerade auf Eis. Das wäre die Chance für Barca zuzuschnappen. Zuschnappen will auch der FC Bayern, und zwar bei Harry Kane. Den Bayern fehlt gerade ein echter Neuner, der so verlässlich seine 20, 25 Buden pro Jahr macht. Kane wäre so ein Spieler und deshalb sind die Bayern laut TZ auch bereit, 100 Millionen Euro für Kane auszugeben und diese 100 Millionen Euro Marke zu sprengen. Aber nur, wenn die Parameter zwischen Spieler und Verein zu 100% stimmen. Laut dem Kicker hat der FC Bayern ja auch schon Kontakt aufgenommen zu Kane. Und Kane hat vor kurzem gesagt, der FC Bayern sei ein Top-Top-Club, aber momentan konzentriere er sich nur auf Tottenham und bald dann vielleicht auf den FC Bayern. Nicht nur der FC Bayern will auf dem Transfermarkt aktiv werden, auch Borussia Dortmund. Laut 19 Minutes hat der BVB das 18-jährige Innenverteidiger-Talent Zeno Debast vom RSC Anderlecht im Visier. Die Borussia soll auch schon ein paar Scouts nach Belgien geschickt haben, um ihn zu beobachten. Debast hat noch einen Vertrag bis 2025 und hat in dieser Saison schon 17 Spiele gemacht. Das ist viel für einen 18-Jährigen. Das wäre vielleicht sogar schon ein Transfer für den Winter. Aber natürlich ist der BVB nicht der einzige Club, der an diesem Talent dran ist. Ausgerechnet der FC Liverpool und Jürgen Klopp haben ihn auch im Visier. Hier könnte es heißen Klopp gegen den BVB. Klopp gegen den BVB um ein Top-Talent, Klopp gegen Didi Hamann um den FC Liverpool. Da war ja in den letzten Tagen einiges los. Hamann hatte die Reds als müde, platt und langweilig bezeichnet. Angesprochen darauf hat Klopp bei einer PK Folgendes gesagt. Who said that? Didi Hamann. Oh great, he's a fantastic source. Well, well respected everywhere. That doesn't give you the right to say what you want, especially when you have no idea. Das hat gesessen. Hamann hat dann am Mittwoch bei Sky geantwortet und gesagt, dass Klopp gerne eine andere Meinung haben kann, aber dass man andere Meinungen respektieren muss und er deshalb Klopps Aussagen nicht ganz verstanden hat. So, das waren die Goal News für heute. Danke fürs Anschauen und jetzt seid ihr dran. Sollten die Bayern 100 Millionen Euro für Harry Kane ausgeben? Was sagt ihr zu Barcas fast schon unvermeidlichem Champions League aus? Wo steht ihr bei Klopp gegen Hamann? Schreibt es in die Kommentare, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, bleibt lieb und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann.